Wir leben doch alle in einer Welt, in der die Folter universell abgelehnt wird. Und wir leben doch in einer Welt, in der man unschuldig ist, bis die Schuld bewiesen wird. Und auch wenn Schuld bewiesen wird, wo grausame und ungewöhnliche Bestrafung verboten ist. In einer solchen Welt leben wir doch, oder? Nein, es tut mir leid, wir leben nicht in einer solchen Welt. Und Franz Kafka lebte auch nicht in einer solchen Welt. Mein Name ist John Neuss und ich heiße Sie herzlich willkommen im Kurs Kafka. Heute geht es um Kafkas Erzählung in der Strafkolonie. Kafkas Erzählung in der Strafkolonie beginnt mit drei Bildern, die unsere Aufmerksamkeit verlangen. Die Bilder fangen schwach an und die werden dann stärker. Also das erste schwache Bild ist von einer Maschine. Da heißt es am Anfang, es ist ein eigentümlicher Apparat, sagte der Offizier. Aber das ist alles, was wir von dem Apparat hören oder sehen. Wir müssen warten, also die Spannung wird erhöht. Zweitens lesen wir von der Umgebung. Und da heißt es, hier in dem tiefen, sandigen, von kahlen Abhängen ringsum abgeschlossenen kleinen Tal, und da denken wir gleich an den Titel, in der Strafkolonie, ein abgeschlossener Ort innerhalb eines abgeschlossenen Ortes. Und das dritte Bild ist dann das stärkste Bild am Anfang der Erzählung. Das ist das Bild des Verurteilten. Wir lesen, er ist ein stumpfsinniger, breitmäuliger Mensch mit verwahrlostem Haar und Gesicht. Diese drei Bilder setzen den Ton für die Erzählung. Das erste Bild, wir können sagen, es ist ein leeres Bild. Es erscheint als ein Geheimnis, was eigentlich ist dieser eigentümliche Apparat. Und sehr bald wird der Apparat auch detailliert beschrieben, und zwar so detailliert, dass eine gewisse Faszination von der Beschreibung ausgeht. Wir könnten sogar sagen, wenn wir die spätere Beschreibung der Maschine lesen, dass eine Art Verführung stattfindet. Der Kafka verführt uns, genau wie der Offizier den Reisenden verführen möchte, damit die Maschine so interessant ist, dass wir die größeren Fragen gar nicht mehr stellen. Warum Schuld? Ist er wirklich schuldig? Soll er bestraft werden? Soll er so bestraft werden? Und wir dürfen auch nicht vergessen, diese Maschine ist eine Schreibmaschine, eine Schriftmaschine, wie so viele andere Maschinen, die für Kafka faszinierend waren. Denken wir zum Beispiel an den Brief, an die Briefe, die Georg Bendemann geschrieben hat. Das waren Briefe, die auf Leben und Tod hinausgingen, wo seine Schuld offen zu sehen war. In dieser Maschine, in diesem eigentümlichen Apparat, wird die Schuld auf den Körper geschrieben. Und da ist es auch eine Versuchung, dass wir wieder an Kafkas sehr starke Gefühle über das eigene Schreiben denken und auch seine Gegenüberstellung von Schreiben und Heiraten und die merkwürdige Erotik, die damit im Zusammenhang mit dem Schreiben gebracht wird. Und das Bild der Umgebung. Da denken wir, wie gesagt, an den Titel. Es handelt sich um eine Strafkolonie. Was könnte das bedeuten? Mehr davon später. Aber wir sollten, glaube ich, dabei auch an Kafkas Räume, seine Innenräume und seine Außenräume denken. Denken wir zum Beispiel an Gregor Samsas Zimmer. Das ist ein Privatbereich, aber ein Privatbereich, der auch bald verletzt wird. Denken wir auch an Georg Bendemanns Zimmer. Denken wir an die Vorlesungssaal von Rotpeter.
Also das sind alles Räume, die gewissermaßen privat, gewissermaßen öffentlich oder offen sind. Aber was die alle gemeinsam haben, das ist hier an Zeugen fehlt. Es gibt Menschen, die zusehen und zuhören, aber letztendlich ist man mit dem eigenen Leid alleine. Auch unter Menschen ist man alleine. Und hier ist es gar nicht anders. Der Verurteilte ist alleine mit seinem Leid, der Offizier ist alleine mit seinen Schmerzen, der Reisende ist alleine mit seiner schwierigen Entscheidung. Auch unter Gesprächen miteinander sind sie alle allein. Warum? Weil sie keinen gemeinsamen Grund haben, weder legal, juristisch noch moralisch. In ihrem Alleinsein sind Kafkas Protagonisten wie der Leser. Der Leser steht auch alleine mit den Problemen, die Kafka uns vorlegt. Und wir werden zur Stellungnahme aufgefordert, wie zum Beispiel in der Erzählung Das Urteil oder im Prozess. Und dann kommen wir zu dem Bild von dem Verurteilten. Ich habe bereits die erste Beschreibung vorgelesen und da ist die Nähe des Verurteilten zum Tier unverkennbar. Diese Mensch-Tiere kennen wir schon ganz gut aus Kafka. Wir kennen den Rotheter, wir kennen Gregor Samsa. Und hier haben wir noch eine Figur, die aussieht wie ein Tier, handelt wie ein Tier, scheint stumpfsinnig, das ist Kafkas Wort, stumpfsinnig wie ein Tier zu sein, aber ist letztendlich doch ein Mensch. Wir lesen auch in dieser ersten Beschreibung, dass er hündisch ergeben ist. Ich lese vor: Übrigens sah der Verurteilte so hündisch ergeben aus, dass es den Anschein hatte, als könnte man ihn frei auf den Abhängen herumlaufen lassen und müsse bei Beginn der Exekution nur pfeifen, damit er käme. Kein Wort von Widerstand, kein Wort von einem Bewusstsein der Schuldlosigkeit. Nein, er ist wie Georg Bendemann. Man spricht das Urteil aus und er vollstreckt es selber. Er bringt sich selber um. Und der Leser fragt sich: Was ist die Schuld? Warum wird sie ohne weiteres akzeptiert? Wenn wir den Prozess lesen, dann werden wir sehen, was passiert, wenn die Schuld nicht als selbstverständlich angenommen wird, sondern angefochten wird, in Frage gestellt wird. Hier ist es anders. Hier ist es wie im Urteil. Die Schuld wird internalisiert, auch wenn wir nicht genau wissen, was diese Schuld ist. Es wird uns gesagt, er wird be wegen Beleidigung angeklagt. Aber inwiefern ist diese Beleidigung tatsächlich eine Schuldhandlung? Vom Offizier hören wir auf Seite 104: Der Grundsatz, nach dem ich entscheide, ist, die Schuld ist immer zweifellos. So heißt das juristische Prinzip hier: Schuld ist zweifellos. Und hier sehen wir gleich ein Hauptproblem dieser Erzählung. Ist die Schuld etwas, was der Schuldige selber bewachen und bestrafen sollte? Ist er sein eigener Polizist? Oder muss man durch öffentliche Gewalt alle Menschen vom Verbrechen abschrecken, dass die Strafen so schrecklich sind? Das heißt, dass Folter dazu da ist, um mögliche Verbrecher abzuschrecken. Oder müsste man nicht viel eher ein Rechtssystem etablieren, wo Schuldige menschlich behandelt werden, weil sie Menschen sind? Und hierin erkennen wir den Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Regime. Und diejenigen von Ihnen, die Michel Foucault gelesen haben, die sein Werk Überwachen und Strafen gelesen haben, sie werden hier ein Thema erkennen, das für Foucault sehr wichtig ist. Seine Hypothese, dass in der modernen Zeit die öffentliche Grausamkeit von einer Selbstpolizierung ersetzt worden ist.
Die Überwachung wird ins Bewusstsein des Individuums versetzt. Also der Reisende muss entscheiden. Er hat Bedenken, aber er hat keine festen Anhaltspunkte. Wir hören nicht, warum er ein Gegner von diesem Verfahren ist, nur dass er ein Gegner ist und wie er vorgehen wird. Aber juristische, legalistische, moralistische Bedenken werden überhaupt nicht geäußert. Und in diesem Sinne ist der Reisende auch eine Art Herausforderung an den Leser. Haben wir die juristischen, die moralischen Anhaltspunkte, die ihm fehlen? Wie würden wir entscheiden? Was würden wir tun? Am Ende tritt der Offizier an die Stelle des Verurteilten. Er wird selber bestraft und seine Schuld, so stellt sich heraus, ist auch zweifellos. Und am Ende hat der Reisende die Möglichkeit, weiter einzugreifen und den Verurteilten und den Soldaten zu retten, tut es aber nicht. Was sagt das über die Moral des Reisenden? Kafka schrieb in der Strafkolonie in kurzer Zeit im Jahre 1914, im Monat Oktober. Er schrieb die Erzählung etwa 2 Monate nach Anfang des Ersten Weltkrieges und er schrieb sie zu einer Zeit, wo die Verlobung mit Felice Bauer abgebrochen wurde. Und das bringt auch eine gewisse Erotik des Schreibens mit sich. Am 2. Dezember 1914 liest Kafka seinen Freunden seine Erzählung vor, ist nicht ganz unzufrieden, ist nicht ganz zufrieden. Im folgenden Jahr liest er die Erzählung nochmal vor, am 10. November 1916, in der Galerie Goltz in München, am Abend für neue Literatur. Und Felice ist auch anwesend, die haben sich wieder versöhnt und sind wieder zusammen. Und es geht ein Gerücht um, dass die Zuhörer es kaum ertragen haben, diese Grausamkeit, von der Kafka spricht. Anscheinend sind mehrere Menschen in Ohnmacht gefallen, mussten herausgetragen werden. Das scheint alles nicht ganz wahr gewesen zu sein, aber trotzdem schockierend war auf jeden Fall die grafische Darstellung der Gewalt und der Folter in dieser Erzählung. Und sie wurde dann endlich im Jahre 1919 im Verlag Kurt Wolf veröffentlicht. Die Zögerung hatte zum Teil damit zu tun, dass Wolf Angst hatte, man könnte diese Erzählung als Antikriegsliteratur lesen, also unpatriotisch. Und Kafka war dem Krieg gegenüber ambivalent. Er fand die patriotischen Märsche auf jeden Fall lächerlich und auch das ganze Kriegsgetue. Er war dagegen, aber er dachte auch daran, selber ein Soldat zu werden. Auf jeden Fall muss er beim Schreiben von der Strafkolonie an Krieg gedacht haben. Das war unvermeidlich. Peter André Alt in seiner Biografie von Kafka hat Interessantes hierzu zu sagen. Er spricht von den Plänen Kafkas, seine Erzählung in der Strafkolonie zusammen mit der Verwandlung und mit dem Urteil zu veröffentlichen. Und zwar unter dem Titel Strafen. Und den Zusammenhang sehen wir auf jeden Fall. Und Alt schreibt auf Seite 476, die nahezu obsessive Konzentration auf den privaten Schauplatz weicht einer Beschäftigung mit den öffentlichen Spielfeldern der Macht, die Kafka während der folgenden Jahre unaufhaltsam in den Bann ziehen. Unter dem Eindruck des Krieges scheint das Bewusstsein dafür gewachsen, dass die Familie nur eine besondere Form der Repräsentation von Gewaltstrukturen darstellt, wie sie sich seit dem Sommer 1914 mit ganzer Deutlichkeit auf dem verdüsterten Terrain der europäischen Politik abbilden. Woran kann Kafka noch gedacht haben, als er die Strafkolonie geschrieben hat? Man hat behauptet, dass
die Teufelsinsel, die sogenannte Teufelsinsel, einen möglichen Bezugspunkt bietet. Die Teufelsinsel, das ist ein Teil von französischen Guyana und der berühmteste Inhaftete, da war der Franzose Alfred Dreyfus, der der Spionage beschuldigt wurde und dort ein Gefangener war gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Davon hat Kafka ganz bestimmt gewusst. Ein anderer, vielleicht noch stärkere mögliche Bezugspunkt, das sind einige Erzählungen von Folter, grafischen Darstellungen von sadomasochistischen Szenen. Und man denkt an einen Roman im Besonderen von Octave Mirbeau, Der Garten der Qualen, erschienen 1899. Kafka hat diesen Roman gekannt. Er hat auch einen anderen, weniger bekannten Roman gelesen. Das war von Norbert Jacques. Hat er einige Werke gelesen? Ich weiß nicht, wie viel man von diesen Bezugspunkten halten sollte. Wichtig ist, glaube ich, dass eine Art Interesse an Folter, Schuld, Strafe und auch an die Erotik des Folters in der Luft lag und auch, dass Kafka daran teilgenommen hat. Erwähnt sollte auch werden Nietzsches Genealogie der Moral. In diesem Werk, das Kafka seit seinen Jahren in der Schule kannte, schreibt Nietzsche von einem Zusammenhang zwischen Leid, Schuld, Folter und dem Gewissen des Menschen. Das alles hat Kafka gekannt, das hat er alles verarbeitet in diesem Werk, um uns ein Bild von den Spannungen zwischen älteren Bestrafungssystemen und dem modernen juristischen System zu zeigen. Kafka selber hat sich überlegt, wie das moderne Strafsystem sich zu der grausamen Geschichte Europas verhält. Wir lesen ein Zitat von Kafka in Peter Andrei Alt. Auf Seite 489 schreibt Alt: Aus der Geschichte unseres Volkes, so schreibt Kafka am 31. August 1920, aus der Geschichte unseres Volkes werden schreckliche Strafen berichtet. Damit ist allerdings nichts zur Verteidigung des gegenwärtigen Strafsystems gesagt. Und diese Stellungnahme könnte direkt von Michel Foucault stammen. Somit beende ich die Diskussion von Kafkas Strafkolonie und nächste Woche besprechen wir den Bau. Bis dann, auf Wiedersehen.